Ja, nachdem meine beiden Vorredner schon so gute Vorarbeit geleistet haben, möchte ich jetzt gerne mal aus der Sicht der aus Sicht der Klinikerin berichten, wie sieht unsere Arbeit aus neben der wertvollen Arbeit der Krebsberatungsstellen? Ist es unser Anliegen als Psycho-Onkologen natürlich schon sehr viel früher anzusetzen, direkt dort anzusetzen, wo die Probleme entstehen, nämlich in der Klinik, wenn die Diagnose gestellt wird, wenn die Krebstherapie beginnt, wenn die belastende Krebstherapie losgeht, wissen wir, dass da die höchste Belastung ist. Und da setzen wir als Psycho-Onkologen in der Klinik an und versuchen, in dem Moment dann einzugreifen. Kurz zu meinem Vortrag. Es ist schon vieles gesagt worden über die psycho-onkologische Versorgung. Ich gehe da noch mal ganz kurz ein aus der Sichtweise eines Klinikers. Wie sieht bedarfsgerechtes Unterstützungsangebot in der Klinik aus? Was sind Bewältigungsstrategien? Ich werde ganz kurz auf das Prinzip der Salutogenese eingehen und versuchen, ein bisschen praxisrelevant auch zu zeigen, was bedeutet ressourcenorientierte Ich verstehe, okay. Was bedeutet Ressourcen und orientierte Psycho-Onkologie? Es war eine Bitte, Ihnen etwas näher zu bringen, wie achtsamkeitsbasierte Interventionen aussehen, an denen wir arbeiten, sei es Präsenz in Gruppentherapie oder als Online-Interventionen. Und dann bin ich noch gebeten worden, kurz etwas zum Thema gesundes Schlafverhalten zu erzählen. Jetzt machen wir einen kurzen Galopp durch diese Themen. Glücklicherweise hat sich in den letzten 15, 20 Jahren eine gesundheitspolitische Entwicklung gezeigt, die unseren Ansprüchen gerecht geworden ist, dass tatsächlich jedem Patient ein psycho-onkologisches Gespräch angeboten werden soll. Wichtig ist zeitnah, dass es wirklich auch zeitnah erfolgt und nicht erst, wenn tatsächlich, wie Sie gerade gesagt haben, ein psychiatrisches Diagnose gestellt wird, sondern bereits im Beginn einer Anpassungsstörung. Und dank von OncoZert gehört es mittlerweile zum Qualitätsstandard auch jedes onkologischen Zentrums dazu, dass wir Psycho-Onkologen vorhalten müssen. Es ist in den S3-Leitlinien auch festgelegt, wie diese Versorgungsstruktur auszusehen hat, damit nicht Hinz und Kunz das macht, was er gerne tun möchte, sondern deutschlandweit ist in den Leitlinien festgehalten, wie diese Basisversorgung aussehen sollte und wie sie strukturiert sein sollte in den Kliniken. Wir sehen jetzt in diesem Diagramm einmal, wann die höchste Belastungsstufe ist. Ich komme jetzt nicht, glaube ich, um die Ecke, doch ich schaue um die Ecke. Das ist die anfängliche Belastungssituation zu Anfang einer Krebsdiagnose. Die Patienten sind hochbelastet, kriegen eine Diagnose, werden von heute auf morgen plötzlich konfrontiert mit Therapiemaßnahmen, die ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen und müssen sich dann plötzlich von einem Tag auf den anderen jede Menge Therapiemaßnahmen unterziehen. Entsprechend geht die Belastung auch hoch. Und jetzt könnte man meinen, okay, nach abgeschlossener Primärbehandlung geht die Belastung wieder runter. Warum geht sie denn da hinten wieder hoch? Und das wird klar, wenn man sich klar macht, dass die Belastung natürlich wieder ansteigt, wenn die nächste Kontrolle ansteht. Spätestens da geht das Belastungsniveau wieder hoch und man macht sich wieder Sorgen, taucht was auf, muss ich wieder behandelt werden, was passiert jetzt, wie geht es weiter mit mir? Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, auch zwei typische Krankheitsbilder wie Depression und Angst und Sorge, dann sehen wir ganz gut, wie sich das im Verlauf entwickelt. Schauen wir hier auf dieses Diagramm, hier ist die Depression abgebildet. Im Laufe von 10 Jahren nimmt die Depression bei onkologischen, psycho-onkologischen Patienten ab. Das ist erfreulich, da können wir sagen, okay, irgendwie haben diese Menschen es geschafft, mit der Depression gut zurechtzukommen. Schauen wir uns das Ganze dann an für die Angstsymptomatik, dann stellen wir fest, okay, initial nach 2 Jahren fällt die Angst, das ist schon mal ganz erfreulich, die Menschen gewinnen wieder etwas mehr Zuversicht, die Sorgen und Ängste nehmen ab, aber nach 10 Jahren steigt die Angstkurve wieder. Und das ist die Schere der Angst, von der wir sprechen, dass nach außen hin die Angehörigen sagen, jetzt ist doch alles wieder gut, du stehst doch wieder im Leben, kannst wieder arbeiten gehen. Bei den Patienten bleibt Angst und Sorge oder wird wieder höher, weil man feststellt, es könnte irgendwann wiederkommen. Ich fühle mich gar nicht mehr so wie vorher. Also da klafft die Angst auseinander. Also gilt es,
da auch längerfristig zu schauen, auch Ihr Thema gerade längerfristig zu schauen, wie geht es denn unseren Krebspatientinnen? Ist denn nach abgeschlossener Primärbehandlung wirklich alles wieder gut? Und wenn wir uns schauen, wie sieht die Belastung aus, dann sehen wir, das sind Studien von Frau Behner, 52% der Patienten klagen über Symptome, die so schwerwiegend sind, dass sie die Lebensqualität einschränken. Wir haben heute Morgen schon einiges gehört zum Thema Fatigue. Fatigue steht an oberster Stelle. An zweiter Stelle Schlafstörungen, Bewegungseinschränkungen, Sorgen, Schmerzen, Angst, Traurigkeit. Das sind alles Symptome, die bleiben über die Jahre. Und mit denen gilt es dann irgendwie trotzdem weiterzuleben. In dieser Abbildung möchte ich mal kurz zeigen, wie der Zusammenhang ist zwischen Angst und Stress. Wir reden von Angst und Sorgen und Depression und sollten uns deutlich machen, dass diese Symptome, Angst und Sorgen, gleichzusetzen sind mit Stress. Für unseren Körper ist es letztendlich egal, ob ich Angst habe, weil ich eine Krebserkrankung habe, oder ob ich Stress habe, weil ich ein sehr stressiges Leben führe, weil ich ein Top-Manager bin oder wie auch immer. Morphologisch für den Körper ist es das Gleiche. Das, was anspringt, ist hier vorne der präfrontale Kortex des Gehirns hinter unserer Stirn gelegen und das sind die Regionen Amygdala hinter den Ohren gelegen, ganz grob gesprochen. Das sind die Zentren, die besonders ansprechen auf Angst und Stress. Das heißt, wenn ich Angst reduzieren will, bin ich gut beraten, wenn ich auch den Stress reduziere. Und dadurch wird es mir möglich sein, auch morphologisch nachzuweisen, ja, die Gehirnfunktion verbessert sich dadurch. Was machen wir in der psychotherapeutischen Intervention? Da geht es also darum, die Selbstwirksamkeit wieder zu fördern, wieder in die Handlungskompetenz zu kommen, was wir gerade auch schon gehört haben, und auf der anderen Seite das Gefühl von Ohnmacht zu verringern, das Gefühl von Kontrollverlust, von Ausgeliefertsein. Das ist das, was bei Diagnosestellung plötzlich einem vor die Füße geworfen wird. Aaron Antonovsky, ein Psychiater, der in den 70er Jahren sehr wertvolle Forschung gemacht hat mit Holocaust-Überlebenden, hat das Prinzip der Salutogenese beschrieben. Das Prinzip der Salutogenese ist für uns Psycho-Onkologen sehr wertvoll, weil wir dadurch wegkommen von dem normalen Bild der Pathologie, was ist alles krankhaft, hin zu dem Prinzip, was ist denn noch an gesunden Anteilen da? Und die gilt es zu fördern. Also wenden wir uns an, und wenden uns damit dann zu den gesunden Anteilen. Er hat gesagt, Gesundheit ist ein dynamischer Prozess. Gesundheit, entweder ich habe es oder ich habe es nicht, so stark kann man das nicht sehen. Es ist ein dynamischer Prozess. Das heißt, wir gehen jetzt nicht nur dahin, was macht uns alles krank, schwierige Lebensumstände, Leid und Schmerz können uns längerfristig krank machen oder eine Krebsdiagnose, sondern wir wenden uns auch mal den gesunden Anteilen zu. Wo habe ich Bewältigungsmöglichkeiten, wo habe ich Bewältigungsstrategien, wo habe ich Handlungsmöglichkeiten? Und das sollte im Ausklang sein. Wenn ich das als Waagschale betrachte, ich habe krankmachende Lebensumstände, ich habe eine Krebsdiagnose, dann ist es umso wichtiger, mich mal darauf zu besinnen, und was hält mich gesund, was tut mir gut? Und da auch die Waagschale ganz aktiv selber zu befüllen, um wieder in diesen dynamischen Prozess hineinzukommen. Wie können wir das machen? Er hat das Kohärenzgefühl beschrieben. Hört sich kompliziert an, ist es aber gar nicht, weil es ganz alltagstauglich ist. Kohärenzgefühl bedeutet, Menschen, die dieses Gefühl haben, das Kohärenzgefühl, die haben ein tief sitzendes Gefühl von Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten. Wir kennen das alle aus unserem täglichen Leben. Ich kann etwas besser akzeptieren, wenn ich die Sinnhaftigkeit verstehe, wenn ich verstehe, warum etwas passiert und wenn ich auch Handlungen ableiten kann. Und das ist das, was das Kohärenzgefühl bedeutet. Übertragen auf die Krebstherapie, etwas ist sinnhaft, wenn ich die Bedeutung verstehe, wenn ich verstehe, warum es wichtig ist, das so und so zu machen. Die Verstehbarkeit. Ich verstehe, warum was gemacht werden muss, warum etwas geschieht und kann das nachvollziehen. Handhabbarkeit bedeutet, ich habe auch selber genug Mittel, um die Situation nach meinem Sinne auch zu bewältigen. Das kann ein Gefühl von Kohärenz entwickeln, was das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten auch steigern kann.
Da müssen wir also in der Psychoonkologie auch hinschauen und gucken, dass wir da wieder in die Handlungskompetenz kommen. Wenn wir jetzt dieses Prinzip der Salutogenese auf die Präventivmaßnahmen übertragen, dann ist das jetzt schon angeklungen, Resilienz stärken. Ja, zum Beispiel die seelische geistige Widerstandskraft zu stärken, zu gucken, wie habe ich denn andere Situationen schon mal gemeistert. Zweitens, Ressourcen aktivieren. Das heißt, ganz aktiv in der Psychoonkologie mal zu gucken, Mensch, wo habe ich denn Potenziale, wo habe ich Stärken, wo habe ich Kraftquellen, was kann ich alles nutzen, um meine Bewältigungsstrategien noch mehr zu verbessern? Da schauen wir gemeinsam hin. Und als Drittes auch wieder Selbstwirksamkeit erleben. Das heißt, ich habe schon mit meinen Möglichkeiten auch Dinge an der Hand, um wieder Eigenkontrolle zu haben, um wieder Einfluss nehmen zu können auf das, was da passiert. Also ein ganz wichtiges Statement, Gesundheit als einen dynamischen Prozess verstehen und sich wieder den gesunden Anteilen zuwenden und schauen, was kann ich aus meinen Stücken noch dazu beitragen, um auch wieder ein Stück weit für mich Gesundheit erlebbar machen zu können. Und Gesundheit ist nicht nur körperliches Wohlbefinden. Wir haben 5 Säulen der Identität. Gesundheit bedeutet natürlich, ja, auf körperlicher Ebene, aber auch soziale Netzwerke, bedeutet auch Arbeit und Leistung, bedeutet auch materielle Sicherheit und natürlich auch eine spirituelle Seite von Wert und Sinnhaftigkeit. All das müssen wir in unserer Arbeit mit einfließen lassen. Gehen wir rüber zu den achtsamkeitsbasierten Interventionen. Das ist ein relativ spezielles Gebiet, aus dem ich jetzt referieren werde, weil ich danach gebeten worden bin. Was sind achtsamkeitsbasierte Interventionen? Was können wir damit machen? Und speziell im psychoonkologischen Setting. Es geht darum, dass wir durch verschiedene Übungen eine wertfreie, annehmende, beobachtende Perspektive ermöglichen. Und dadurch dann auch eine innere Distanzierung zu dem, was gerade passiert. Das heißt, wir wollen die Aufmerksamkeit versuchen zu lenken auf eigene Gefühle, eigene Gedanken, eigene Körperwahrnehmung, um dadurch dann vielleicht auch wieder Selbstwirksamkeit erleben zu können. Also erst beobachten, was ist da, um dann in die Handlung zu kommen. Wir haben gerade über Imaginationsübungen gesprochen. Da haben Sie ein schönes Bild von einem Baum gezeigt. Ich zeige Ihnen jetzt mal was auf hier eine organische Ursache ist, dass wir die Aufmerksamkeit tatsächlich lenken können. Was bedeutet Imagination? Also wenn wir mit solchen Bildern arbeiten und versuchen, solche Bilder zu generieren, dann kann ich Ihnen hier mal im MRT zeigen, was tatsächlich auf Gehirnebene passiert. Angenommen, wir haben einen Probanden im MRT. Sie kennen vielleicht ein MRT oder eine CT, das ist eine Röhre, wo man reingeht, es ist recht laut und dröhnend. Und mit dem MRT können wir Hirnfunktionen sichtbar machen. Das heißt, wir können sehen, welche Gehirnareale sind gerade aktiv. Hier ist zum Beispiel dieses Gehirnareal aktiv. Der Proband liegt in der Röhre im MRT und wir streicheln ihm an den rechten Unterschenkel. Was wir dann im MRT sehen können, okay, da wird eine Gehirnregion sichtbar. Die wird aktiv, wenn wir den Probanden am rechten Bein streicheln. Der gleiche Proband liegt wieder im MRT und diesmal soll er sich nur vorstellen, also gar nicht wirklich in echt berührt werden, er soll sich nur vorstellen, er würde am rechten Unterschenkel berührt werden und wir sehen, da werden wieder die gleichen Gehirnareale aktiv, zwar in abgeschwächter Form, aber die gleichen Gehirnareale sind aktiv. Das heißt, Imagination ist ein sehr wertvolles Werkzeug, um unserem Gehirn uns selber auch ein Stück weit in diese Stimmung hineinzuversetzen und das Gefühl auch entstehen zu lassen, die Körperempfindung entstehen zu lassen, die ansonsten auch da sein könnte. So viel zum Thema Imagination. Und diese Techniken machen wir uns bei der achtsamkeitsbasierten Intervention zunutze, indem wir halt in Gruppensettings versuchen, über mehrere Wochen hinweg Übungen anzuleiten, um diese Imagination wirken zu lassen. Jon Kabat-Zinn hat vor gut 25 Jahren ein Programm entwickelt, MBSR, das ursprünglich für schmerzkranke Patienten entwickelt worden ist. Wir haben dieses Programm abgewandelt auf onkologische Patienten und den Bedürfnissen angepasst und versuchen im Gruppensetting durch wöchentliche Übungen, mit Übungen, die auch nach Hause mitgegeben werden, diese Fähigkeit der Imagination und der Selbstregulation
einzuführen. Das basiert auf mehreren Modulen, wo es darum geht, mit verschiedenen Modulen Präsenz zu lernen, die Perspektive zu wechseln und auf Affekte einzugehen mit verschiedenen Übungen, zum Beispiel Rosinenübungen, Meditation, achtsamkeitsbasierte Interventionen, Gesprächsübungen und so weiter. Also auf ein ganz buntes Potpourri an verschiedenen Übungen, um diese Bereiche abzudecken. Letztendlich, der Kernpunkt dieser Übungen geht darum, dass wir mit Achtsamkeit versuchen, drei Dinge zu erleben. Wie geht es meinem Körper? Wie fühle ich mich gerade in meinem Körper? Wie sind meine Gedanken? Und welche Gefühle tauchen auf? Und das alles mit einer wohlwollenden, freundlichen, neugierig interessierten Haltung. Beobachten, was ist gerade in mir los? Um dann daraus mehr ableiten zu können. Wenn wir also lernen, erstmal wahrzunehmen, wie geht es mir auf körperlicher Ebene, auf gedanklicher Ebene und auf gefühlsmäßiger Ebene, dann habe ich vielleicht die Möglichkeit, meine Verhaltensweisen zu ändern und mal anders zu reagieren. Das zeigen wir mal hier in dieser Abbildung. Auf einen bestimmten Reiz reagiert man gerne immer wieder mit der gleichen Reaktion. Das ist ein Verhaltensmuster. Wir bekommen einen Reiz und reagieren immer wieder auf gleiche Art und Weise, obwohl wir wissen, das wäre nicht gut und wir sollten vielleicht anders reagieren. Wenn wir aber lernen, durch achtsamkeitsbasierte Interventionen einmal innezuhalten, dann wird es möglich, auch zu sehen, wie geht es meiner Atmung, wie geht es meinem Körper, welche Gedanken und Gefühle sind gerade da. Und durch dieses kurze Innehalten wird es dann vielleicht möglich, mit längerfristigem Üben, dass wir rauskommen aus diesem typischen Reizreaktionsmuster, dass wir innehalten können und sagen können, okay, vielleicht versuche ich diesmal was ganz anderes. Freundlich, wohlwollend, neugierig, interessiert. Also rauszukommen aus diesen alten Verhaltensmustern. Viktor Frankl hat das ganz schön beschrieben. Das ist ein Psychiater, auch ein Holocaust-Überlebender, der das in seinem Buch ganz schön beschrieben hat. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Und in diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktionen, unserer Entwicklung, unserer Freiheit. Das hat er wirklich ganz schön zum Ausdruck gebracht. Also nochmal zusammengefasst, achtsamkeitsbasierte Interventionen dienen letztendlich dazu, das Gehirn aus der Stress-Angst-Modus-Falle rauszubringen und ermöglicht dann vielleicht auch ganz konkret neue Erfahrungen machen zu können, damit wir neue Bewertungsprozesse auch in Gang setzen können und auch eine andere neue innere Haltung einnehmen können und dadurch dann auch vielleicht mehr emotionale und kognitive Flexibilität haben, um auf Belastungen und Herausforderungen mal ganz anders zu reagieren und nicht in bekannter Art und Weise mit den gleichen Mustern. Und wenn man sich anschaut, was in den letzten 20 Jahren an Forschung zu diesem Thema gelaufen ist, dann ist das schon ganz erfreulich, also ein exponentieller Wachstum an Forschungsergebnissen. Und dankenswerterweise fließen diese Ergebnisse dann auch alle rein in ganz konkrete Empfehlungen von der ASCO 2017 und von der AGO 2018, dass man tatsächlich achtsamkeitsbasierte Interventionen auch Teil der Regelversorgung machen sollte in onkologischen Zentren. Krankheitsbewältigung ist also mehr als nur Achtsamkeit und eine besondere Atemtechnik. Und damit leite ich mal über zu dem Thema Schlafverhalten. Ein paar Minuten habe ich noch. Wie können wir auch einen gesunden Schlaf fördern? Wir schauen uns mal an, was sind denn normale schlaffreundliche Umgebungsbedingungen? Also zum Beispiel regelmäßige innere Uhr. Ja, wir haben eine innere Uhr, das wissen wir, eine Chronobiologie, die sorgt dafür, dass wir einen Tag-Nacht-Rhythmus haben. Und für diesen Tag-Nacht-Rhythmus brauchen wir auch äußere Zeitgeber, Licht und körperliche Aktivität, eine schlaffreundliche Umgebung, Alkohol, Drogen, Nikotin schaden eher unserem gesunden Tag-Nacht-Rhythmus. Es geht auch darum, gerade in unserer technisierten Welt Bildschirmzeiten zu reduzieren, weil auch das unserem Schlafverhalten nicht gut tut. Und natürlich eine schlafgesunde Atmosphäre zu schaffen im Schlafzimmer, mit dem Bett, einen entsprechenden Ort zu schaffen, wo wir auch zur Ruhe kommen können.
Zirkadianer Rhythmus, der normale Tag-Nacht-Rhythmus, einmal kurz darauf eingegangen, warum ist der so wichtig? Wir leben in einer Zeit, wo immer und überall Licht verfügbar ist. Dieses Licht tut uns aber nicht gut, weil wir eigentlich einem zirkadianen Rhythmus von Tag und Nacht unterliegen und es zum Abend hin abgedunkelt sein sollte. Das heißt, wenn es permanent hell ist und es abends nicht vernünftig dunkel wird, über die Augen nehmen wir andauernd Lichtreize wahr. Diese Lichtreize gelangen ins Gehirn, in den SCN-Bereich und dann wird in der Zirbeldrüse die Bildung von Melatonin unterdrückt. Immer wenn es hell ist, bildet sich kein Melatonin. Aber zum Nachmittag hin, zum Abend hin, wenn es dunkler wird, dann haben diese Gehirnregionen die Chance, auch Melatonin zu produzieren. Sonst werden wir nicht müde. Die Melatoninproduktion muss eine gewisse Höhe erreichen. Wir sehen das hier auf dieser Abbildung. Das Blaue ist das Melatonin. Und wenn Sie sehen hier im Tagesablauf, das Melatonin steigt im Laufe des Tages. Abends hat es sein Maximum erreicht. Wir werden müde und können schlafen gehen. Dem entgegengesetzt ist unser Stresshormon, das Cortisol, gegenläufig. Unser Stresshormon steigt morgens an, damit wir tagsüber aktiv sind. Aber dann sollte es zum Abend hin weniger werden und dann überwiegt das Melatonin. Wir werden müde, können schlafen. Und wenn der zirkadiane Rhythmus nicht funktioniert, dann ist das alles durcheinander und unser Körper kann nicht mehr normal müde werden. Also, was gilt es zu tun? Es gilt, wieder in den Tag-Nacht-Rhythmus zu kommen, lichte, helle Phasen und dunkle Phasen abzuwechseln, körperliche Aktivität tagsüber am besten noch bei Tageslicht machen zu können und zum Nachmittag hin auch ruhige Phasen einleiten, damit unser Körper die Chance hat, auch Melatonin zu produzieren, damit wir müde werden können. Klingt jetzt ein bisschen banal, aber ich habe es mal reduziert auf diese wesentlichen drei Punkte. Und vielleicht sollten wir uns auch darauf besinnen, was haben unsere Urahnen denn gemacht? Weil prähistorisch gesehen sind wir eigentlich noch von unserem Körperbau her noch Steinzeitmenschen. Wir sollten eigentlich abends am Lagerfeuer sitzen und uns Geschichten erzählen. Und dann haben wir auch eine Chance, müde zu werden. Es wird draußen kühl, das Lagerfeuer wärmt uns, wir haben die Nähe der anderen Menschen und haben dann auch eine Chance, wieder in diesen ganz normalen zirkadianen Rhythmus von Tag und Nacht hineinzukommen. Da sollte man sich ab und zu vielleicht auch mal besinnen. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen lieben Dank auch für das exzellente Zeitmanagement. Also mal großes Lob auch an alle drei Referenten. Muss man ja einfach auch mal loben und preisen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass man sich auch wirklich an seine Vorgaben hält. Ja, wir beide haben uns gerade vorne unterhalten. Wir gehören zur Gruppe der Murmeltiere. Also wir gehören zu den Glücklichen, die, glaube ich, immer und überall schlafen können. Aber also Schlafstörungen ist ja schon etwas, was einen ganz eklatant begleiten kann und einem auch die Lebensqualität erheblichst verhunzt. Also wir erleben das immer wieder auch bei Patienten, wo es dann mal gelingt, teilweise eben auch mit einer medikamentösen Unterstützung oder auf anderem Wege nochmal Schlaf zu rekonstituieren. Die Patienten vermelden es, aber insbesondere die Partner vermelden es. Sie haben gesagt, du bist endlich wieder für mich erträglich. Daran merkt man mal, was ausgeruht sein mit einem macht. Gibt es denn von Ihrer Seite noch Fragen, die Sie gerne loswerden möchten? Sie haben hier die geballte Kompetenz versammelt. Wenn nicht jetzt, wann dann? Trauen Sie sich, hier steht ein Mikrofon. Ja. Ich habe eine Frage an Sie. Sie haben bei der Beschreibung der Achtsamkeit in der Klinik erwähnt, dass Sie das in einem Gruppensetting machen. Das interessiert mich. Mein Name ist Angelika Groterath, ich bin Psychologin. Und mich interessiert, ob Sie das Gruppensetting leicht implementieren konnten, ob das schwierig ist, ob das geht, weil Sie zu einem Krankenhaus gehören oder was Ihre Erfahrungen im ambulanten Bereich sind damit. Ja, im klinischen Setting ist es natürlich wichtig, einen Raum zu schaffen, wo auch gerade wenn es Patienten sind, die ganz am Anfang der Therapie sind, womöglich unter Chemotherapie oder Bestrahlungstherapie, dass sie in der Klinik in einem Rahmen sind, wo sie auch geschützt sind.
Wir können das nicht in einem großen Sinne umsetzen, wie das ursprünglich gedacht war, mit 2,5 Stunden Gruppensetting pro Woche. Es ist tatsächlich angepasst an die onkologischen Patienten, maximal 1 Stunde oder 1,5 Stunden einmal in der Woche und dann auch das Programm ein bisschen runter reduziert, dass es nicht das volle Umfang ist und auch ein bisschen mehr den onkologischen Patienten angepasst ist. So kann man es umsetzen und ganz wichtig auch eine Form anzubieten, dass es nicht nur darum geht, einmal in der Woche die Übung gemeinsam in der Gruppe zu machen, sondern etwas mit an die Hand zu geben, dass man zu Hause auch eigenständig selber weiter üben kann. Was Sie gerade angesprochen haben, zum Beispiel in Form von Audiodateien auf dem Smartphone oder über E-Mail-Anhänge Audiodateien verschicken, dass man auch wirklich zu Hause weiter üben kann im häuslichen Umfeld. Das ist das ganz Entscheidende, auch wirklich üben zu können. Ja. Noch eine Frage, die ging mehr, vielleicht eher an Herrn Wickert, aber genau weiß ich das nicht, kann ich es schlecht beurteilen. Die Frage, inwieweit Sie umgehen können mit der Logistik, mit den Strukturen, die Sie haben. Und das sind ja, auch wenn Sie jetzt Hausbesuche machen, habe ich das verstanden, als dass es eher so eine Kommstruktur hat, klassisch in Deutschland. Beratungsstelle, man kommt, wenn man was braucht. Wie Sie, ob Sie eine Möglichkeit gefunden haben und wie Sie umgehen können mit dieser Akutunterstützung bei Diagnoseerhalt. Wo wir, das wissen wir, da gibt es Evidenz über relative Traumatisierung, die da stattfindet, wo ich denke, wo die Krebsberatungsstellen auch einiges tun könnten, nur wie kriegt man es in der Logistik unter? In der Regel ist es so, dass die Patienten, die die Diagnose mitgeteilt bekommen, nicht in der ambulanten Situation sind, sondern meistens ist das kurz bevor sie in die Klinik kommen, oder in der Klinik, wo dann zum Beispiel eine Probe genommen wird, eine Gewebeprobe genommen wird, untersucht wird und dann die Diagnose gestellt. Und das ist die klinische Situation. Also da sind die Patienten in der Klinik und dann ist zuständig für das Auffangen dieser Patienten der psychoonkologische Dienst der Klinik. Die meisten Patienten in der Krebsberatungsstelle kommen nach der Reha, also in der Nachsorgesituation. Manche kommen vielleicht dann, wenn zum Beispiel der Hausarzt eine Diagnose gestellt hat und in die Klinik überwiesen hat und das dauert noch ein bisschen und dann ist die Angst sehr groß. Das ist vielleicht eine Situation, in der manche auch in die Krebsberatungsstelle kommen. Dann müssen wir mit einer Krisenintervention mit dieser Situation umgehen. Da würde ich noch gerne was dazu sagen. Ich bin ja von der Krebsberatungsstelle hier in Saarbrücken und wir hatten ja das Glück, 2018 bis 2020 das PICO-Projekt ins Leben gerufen zu haben. Und vielleicht haben Sie vorm Schloss gesehen, da gibt es einen Infostand der Onkolotsinnen. Von daher kommen jetzt bei uns noch mehr an vor der Nachsorge, weil es mittlerweile in manchen Kliniken und in manchen onkologischen Praxen jetzt die Onkolotsinnen gibt, die dann mit uns direkt vernetzt sind und die zu uns überweisen quasi dann. Also überweisen ohne, also denen einfach mitteilen, da gibt es Stellen, wo sie sich Beratung und Hilfe holen können. Und manche Kliniken, manche onkologischen Praxen haben das jetzt beibehalten nach dem Projekt. Also es war ein 2-jähriges Projekt. Vielleicht noch ein Nachsatz von einem in der Klinik tätigen Arzt. Ich glaube, dass wir kommunikative Fähigkeiten von Ärzten sehr viel stärker fördern und fordern müssen. Das ist zum Teil noch eine echte Bankrotterklärung, was da passiert. Kommunikation ist nach wie vor kein integraler Bestandteil des Medizinstudiums. Das wird jetzt erst nach und nach eingeführt. Ich glaube, hier sind unfassbare Defizite, die leider Gottes die Patienten spüren müssen, die in einem solchen Diagnosemitteilungsgespräch oder auch in Prognosegesprächen dann sitzen. Also hier sehe ich auch noch durch gravierendsten Bedarf. Da gibt es noch viel, viel Luft nach oben.